Guten Morgen! Heute möchte ich ganz am Anfang Euch mal dafür sensibilisieren, heute zuzuhören, ob in irgendeiner Weise der Ton angenehmer ist. Weil ich habe schon von verschiedenen Menschen die Kritik bekommen, dass meine Videos irgendwie zu laut und zu schrill sind. Entsprechend habe ich heute mein Mikrofon runtergeregelt, also ich habe so ein Aufnahmegerät und da habe ich es runtergeregelt und ich habe jetzt auch keine Toneffekte mehr da, das heißt kein Kompressor, kein Equalizer, wirklich gar nichts. Das heißt, das ist jetzt im Endeffekt der natürliche Sound aus meiner Küche. Und ich bitte Euch ein Feedback zu geben, im Gegensatz zum Beispiel zum gestrigen Videos von Iblali, oder Aibali heißt er, habe ich, oder Aiblali, keine Ahnung, auf jeden Fall heißt er nicht Iblali. Für mich ist es trotzdem noch Iblali. Und ob da irgendwie der Ton angenehmer geworden ist, da bitte ein kurzes Feedback zu geben. Ansonsten, nachdem ich in den letzten 3 Tagen mal versprochen habe, ein Video zu machen, wie man einen Granatapfel am besten entkernt, möchte ich dies gleich mit dem Thema Granatapfel selber verbinden. Eine Frucht, die wirklich, was die Gesundheit angeht, ganz besonders wertvoll ist. Gerade für die westliche Gesellschaft. Was und warum, das sage ich Euch nach dem Entkernungsvideo, was jetzt starten sollte. So, also heute mal ein kleines Tutorial, wie man optimal die Granatapfelkerne aus einem Granatapfel bekommt. Die Credits dafür, die bekommt der Jamie Oliver, von dem habe ich das damals gelernt. Und es gibt 4 Arten, wie man das machen kann und ich stelle Euch jetzt die Art vor, die echt einfach nur am besten ist. Also, rausklopfen ist klar, ihr könnt die nicht einzeln rausschneiden, da macht ihr Euch kaputt und deswegen rausklopfen. Ihr könnt, wenn ihr den Granatapfel auch verwendet, direkt durchschneiden. Ihr müsst den nicht nur am Rand aufschneiden und dann auffriemeln, sondern ihr könnt direkt durchschneiden. Und entsprechend, so mache ich das auch, ich tue immer direkt durchschneiden. Und dann nicht irgendwie so klopfen, also seitlich, indem man das so an der Hand hält, weil ihr dann automatisch, wenn ihr hier klopft und hier die Kerne rausfallen, durch den Druck, den ihr hier ausübt, geht es dann sozusagen, drückt ihr dann zu sehr. Und dann gehen die, dann sind hier die Granatapfelkerne, die drückt ihr dann sozusagen rein wieder. Das heißt, die gehen nicht raus. Das heißt, es muss locker sein. Wie kann man das aber nun locker halten? Und da gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar, indem man das einfach nur an den Rändern so hält. Das heißt, hier unten quasi nur hält und nicht zusammendrückt. Und dann das Positive dabei ist, daneben der Side-Effekt sozusagen, dass die Kerne, wenn ihr sie so macht, dann hauen die Kerne Euch hier überall ab. Oder zumindest der Großteil. Wenn ihr das so macht, dann ist es so, dass kaum ein Kern wegfliegt, sondern die prallen alle auf eure Hand. Und von der Hand könnt ihr sie dann immer wieder runter machen. Das heißt, dadurch, dass die Fallgeschwindigkeit, also die Fallhöhe begrenzt ist, passiert es eben nicht, dass die Kerne irgendwo wegspringen. Das heißt, das ist die beste Möglichkeit. Dann, mit was klopft ihr? Die viele klopfen mit der Rückseite von Messer, das ist scheiße, weil ihr dann relativ schnell die Schale verletzt und das dann alles quasi zerfällt. Nehmt einen möglichst eine große Fläche, wie zum Beispiel so ein Holzlöffel, der eine große Fläche hier trifft. Dazu braucht ihr einen großen Hebel. Das heißt, wenn ihr so einen kleinen Löffel habt und so macht, passiert nicht viel. Wenn ihr aber hier hinten anfasst und wirklich groß hebelt, dann habt ihr eine viel höhere, durch die Beschleunigung hier, eine viel höhere Geschwindigkeit, mit dem das hier auf dem Granatapfel trifft. So, und dann richtig herzhaft zuschlagen und nicht irgendwie nur so machen oder so, sondern richtig herzhaft. Seht ihr das, wie das hier drauf fällt und dann erst runter. So, jetzt gucken wir mal, und gut, schaut mal, das ist schon fast alles weg. Und hier seht ihr genau an den Rändern, das ist das, was noch da ist. Und da ist da, wo euer Finger sozusagen das blockiert hat. Deswegen einfach ein weiteres Stück drehen und dann dort, wo dann noch was da ist, raushauen. Und schön herzhaft mit einem schönen stumpfen Gegenstand. So, und jetzt habt ihr im Endeffekt quasi alles raus. Wenn ihr jetzt, natürlich nimmt man dann auch jeden ein, weil man ja nichts verschwenden will. Könnt ihr das auch schön so auf. Dann nehmt ihr Euch noch die Weißen. Wenn ihr das in Smoothie tut wie ich, könnt ihr die weißen Sachen hier ruhig mit rein tun. Die sind nur ein bisschen bitter, aber das macht nichts.
Genau, und das ist die ideale Möglichkeit, einen Granatapfel zu entkernen. Mit all den Sachen, die ich genannt habe, und wirklich die Tücke liegt im Detail. So, nachdem ihr nun wisst, wie ihr an die edlen Kerne kommt, möchte ich euch unbedingt auf den Weg geben, warum ihr Granatapfel auf eurem täglichen Speiseplan setzen solltet. Auch bei mir kommen sie wirklich eigentlich, würde sagen, fast täglich auf den Speiseplan, da ich sie fast immer in den Smoothie rein tue. Die Gründe sind vielfältig. Der bekannte ist sicherlich die antioxidative Wirkung und damit auch die Neutralisierung der freien Radikale. Weiterhin wird aber auch der Blutdruck gesenkt und auch die Thrombozytenaggregation, also die Verklebung der Blutplättchen, wird verringert. Es kommt auch zu einer Reduktion des Gesamtcholesterins und vor allem des eher negativ zu interpretierenden LDLs. Allerdings ist nicht jedes LDL-Cholesterin per se negativ, sondern nur auf jeden Fall oxidiertes LDL. Und auch da schlägt der Granatapfel erbarmungslos zu, und zwar durch eine erhöhte Aktivität des Enzyms Paraoxonase und damit eine 90% Verhinderung der Oxidation von LDL. Das bedeutet, im Bereich des Cholesterin, also gerade für Fleischesser, ist der Granatapfel ein absolutes Muss auf dem täglichen Speiseplan. Weil es wirklich eigentlich wirklich kein Obst gibt, was ähnliche Effekte insbesondere durch die Paraoxonase hat. Ich habe damals schon ein Video gemacht über das Cholesterin und auch das Enzym, und das findet ihr oben in den Infokarten in der Infobox, wenn ich es noch finde, aber ich hoffe. Aber wir sind noch nicht zu Ende, was den Granatapfel angeht. Auch die Reduktion von intrazellulären oxidativen Stress wurde in einer Studie nachgewiesen. Generell sind alle von mir genannten Effekte durch Studien belegt, auch wenn ich mir aufgrund der vielen Effekte, die ich euch heute nenne, nicht die Mühe mache, jede Studie einzeln zu verlinken, da die Links zu den Studien in der Vergangenheit kurioserweise irgendwie kaum angeklickt werden. Man vertraut mir also. Gut, wunderbar, kann ich gut mitleben. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Auch eine Reduktion von antiarteriosklerosischen Gefäßablagerungen und damit generell eine antiarterogene Wirkung, unter anderem vor allem bei Diabetikern, kann bei Granatapfelverzehr festgestellt werden. Allerdings muss trotz dieser ganzen Vorzüge dann auch immer darauf hingewiesen werden, dass der Granatapfel kein Medikament ist und für sich alleine diese erwähnten Krankheiten sicherlich heilen kann. Aber er kann einen wertvollen Beitrag leisten und vor allem auch präventiv eingesetzt werden im Rahmen einer gesunden, pflanzenbasierten und kohlenhydratreichen Ernährung, um eben chronische Krankheiten zu verhindern. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Lust auf den Granatapfel machen und ja, auch die Angst vor dem Entkernen nehmen. Das ist eben gar nicht so umständlich, wie man auf den ersten Blick vermutet. Ja, denkt daran noch, der Live-Talk findet diese Woche am Mittwoch 20 Uhr statt, nicht Donnerstag, aufgrund von Weihnachten. Und nächste Woche Silvester dasselbe Spiel, auch wieder Mittwoch. Also dann, ich wünsche euch einen tollen Wochenstart und wir sehen uns dann morgen wieder. Gebt mir euer Feedback auch über den Ton dieses Videos und natürlich, ob ihr schon mit dem Granatapfel Erfahrungen gemacht habt. Bei mir war es so, ich habe ihn lange Zeit nicht auf dem Speiseplan gehabt, dann erstmalig drauf und seitdem ist er mal wieder drauf. Er schmeckt geil und es ist überhaupt nicht kompliziert, ihn zu entkernen. Eure Meinung ist gefragt, ich freue mich, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.